Hallo Messerfreunde, herzlich willkommen zum kurzen Video. Ja, vorneweg noch was Persönliches. Ich habe mein persönliches EDC um ein kleines Fix erweitert, denn ich hatte festgestellt, dass ich überhaupt keinen Fix mehr habe. und ja, da ich das Natrix hier von Matthias sowieso schon im Auge hatte, habe ich jetzt zugeschlagen. Und ich muss sagen, das Ding ist wirklich super cool. Ne? Dieser 3D-konturierte Griff im Fishtail, ne, in beide Richtungen, hier ergonomisch, so Fishtail, das liegt einfach super in der Hand. Wir haben den N96 mit 60 HRC, das ist super. Das Ding ist scharf, hat eine brauchbare Klinge und eine tolle Handhaltung, egal wie. Das Ding liegt einfach nur super in der Hand. Nicht zu dicke Klinge, trotzdem robust. Noch die roten Liner drunter. Lanyard Hole. Fette Schrauben. Das gefällt mir richtig gut. Schwarzes Mikata. Einfach nur ein klasse EDC Fix. Ich habe gar keine Befestigung drin, weil das Ding wandert einfach so in die Hosentasche oder in die Umhängetasche oder in den Rucksack oder sonst was. Ja. Das Ding ist Hosentaschen EDC tauglich. Aber ich will euch was ganz anderes zeigen. Frisch eingetroffen. Eine Tools for Chance Special Edition des 409 G10 in Blaze Orange. Ein Spezialwerkzeug für die Pilzliebhaber. Und damit meine ich jetzt nicht die Biertrinker, dass da ein Flaschenöffner dran ist, nein, sondern die, ne, die Mushroom-Sammler, die Pilzsammler. Das ist ein Pilzmesser in diesem wahnsinn knalligen G10, auch Blaze Orange. Das gibt es nur in der TFG-Edition in dieser Farbe. Was natürlich richtig geil ist im Wald, ne, das legst du irgendwo ins Grüne, das siehst du halt sofort wieder. Das Ganze, ihr seht schon hier, ist zusätzlich noch hier die Fred Brana Edition. Ihr werdet dann irgendwann bei ihm auf dem Kanal mal eine genaue Vorstellung sehen, unter Verwendung mit Pilzen, wenn es dann mal so weit ist. Ja, das ist cool. Ihr seht schon, wir haben hier einen Einhandfolder mit Liner-Lock-Verriegelung, aber wenn ihr es sicher führen wollt, könnt ihr einfach hier mal diesen Daumenpin abschrauben und könnt es dann hier öffnen. Und ja, das ist kein Karambit, obwohl das so aussieht. Ne, das ist natürlich ein Pilzmesser. Perfekt für die anstehende Pilzsaison. Und natürlich in Signal Blaze Orange super zu finden mit Clip. Dann könnt ihr das auch nicht verlieren. Verriegelt sogar. Wenn er mal irgendwie so blöd, ne? Ein bisschen rutscht an die Wurzel, kommt wie immer. Klappt euch das nicht auf die Finger. Und cool, wir haben hier einen guten Stahl, nämlich einen Sandvik-Stahl. 12C27. Made in Italy bei Fox Knives in Maniago. Hier noch ganz dezent das TFG-Duo drin. Hier oben Fred Brana. Geht bei ihm auf dem Kanal vorbei, macht ein Abo, dann seht ihr demnächst dieses Video. Und das Coole ist natürlich hier beim Pilzmesser, da brauchst du einmal, ne, für einen sauberen Cut ein kleines scharfes Messer. Und was wir hier natürlich noch hinten drin haben, ist gleich noch eine kleine Bürste. Was natürlich nachher, wenn du den Pilz dann abgeschnitten hast, ne, dann machen wir schön sauber, überflüssige Erde und was weiß ich, was da vielleicht noch kreucht und fleucht, runterwischen und dann ab ins Körbchen. Das Ding ist austauschbar. Sollte man mal bei Fox ein paar Ersatz sein. Ihr seht es hier drin schön, ne, bei den Platinen, Aussparung. Und dann könnt ihr das einfach hier einklappen. Der verschwindet dann hier mit der Klinge im Heft. Sauberes Teil. Richtig cooles kleines Werkzeug für den Pilzfan. Wir machen mal eine kurze Vermessung. Wir haben hier eine, ja, was würde ich so sagen, 5,8, ah, knapp 6 cm Klinge. Gesamtlänge 17,5. Klingenstärke hier hinten 2,8. Und das Ding ist wirklich schön fein ausgeschliffen und richtig schön scharf. Ihr seht es hier. Da vorne haben wir noch so Riffelung. Ich weiß nicht, wie das die Pilzsammler machen, ne? Ob man da hier so Finger auflegt. Keine Ahnung, ich war noch nie Pilze sammeln.
Ich kaufe meine auf dem Wochenmarkt, aber da gibt es natürlich sehr viele Freunde, die sich hier richtig gut auskennen. Das Einzige, was ich erkennen kann, sind Pfifferlinge. Von allem anderen lasse ich die Finger davon. Aber da gibt es ja ganz viel Pilzspezialisten. Ich meine, es ist ja auch was Leckeres, ne? Oh, so eine schöne Pfifferlingrahmsoße mit grünen Pfefferkörnern drin. Ja. Zeitnah im Shop von TFG. Ich würde jetzt schon mal zuschlagen, dass ihr dann für die Pilzsaison gewappnet seid. Wir haben einen trockenen Sommer. Ich weiß nicht, ob das gut für Pilze ist oder nicht. Ich glaube, da muss noch ein bisschen Regen rein, dass das hier dann im Schwarzwald eine gute Saison wird. Aber das ist natürlich dann das perfekte Messer dafür. Und selbstverständlich ist da noch ein Täschchen dabei. Da könnt ihr es dann schön aufbewahren, wenn die Pilzsaison vorbei ist. Und wie immer packen wir da auch noch ein schönen Patch mit dazu. Ja, das war's schon mal. Abonniert mal den Kanal vom Fred Branner. Da gibt es dann irgendwann mal von ihm eine Review drüber. Vielleicht dann im Einsatz bei der Pilzernte. Ne? Aber bis dahin würde ich sagen, legt euch so ein Teil schon mal in eure Tasche. Dann sage ich schon mal danke fürs Reinsehen, bewerten und kommentieren. Jetzt habe ich Appetit auf Pilzrahmsoße und euch wünsche ich noch einen schönen Tag und viel Spaß mit euren Spezialwerkzeugen. Macht's gut, bye bye. Und ja, ich weiß gar nicht, was die Pilzsammler unter sich sagen. Gutes Sammeln. Und sucht immer die richtigen, ne? Schön aufpassen.